Buonasera, buonasera, das seid ihr, die Blamage der Liga. So reg ich mich auf. Schön, jetzt geht's. Buonasera, buonasera, meine YouTube-Freunde, Schalke-Freunde und Sportskameraden. Gleich seht ihr den Vlog. War mein erster Vlog, aber nicht so besonders. Hab mit dem Handy aufgenommen, aber wünsche euch viel Spaß beim Vlog. Da sind wir an der Arena. Schönstes Stadion Europas. Ach, brauchst du nicht. Ich hab doch Handy. Brauchst du nicht, brav. Für was brauchst du Handy? Ja. Yo, yo, meine Freunde, YouTube-Freunde, Schalke-Freunde, da bin ich. Geiles Stadion Europa. Ist noch leer, aber ist egal. Ich bin drin. Mal schauen, wie heute das Spiel wird. Da ist unsere Mannschaft. Die schauen sich den Rasen an. Ja, wir sind schon eine Stunde vorm Spiel hier. Das ist unser Erwin. Dann ist er, unser Ralf Herrmann. Natürlich auch ein herzliches Willkommen. Beste Torhüter vom KSC. Euer Team, die Mannschaft des FC Schalke. 0-4. Da ist unser Team. Die Stimmung wird langsam immer lauter. Ist noch eine halbe Stunde bis zum Spiel, bin schon nervös. Hab richtig Bock auf das Spiel, wenn man gleich dabei ist und was ganz anderes. Die Mannschaft des FC Schalke 0-4! Im Tor!
sofort kassierbar. Nach gerade eine Minute und 10 Sekunden das erste Tor. Nach einer Standardsituation, der Körper gepennt hat, geschlafen hat. Ein zu Karlsruhe, top, meine Fresse. Ja, die ersten 10 Minuten gespielt, verdiente Führung für Karlsruhe. Jetzt hat Fährmann gerade wieder eine Glanzparade gemacht. Wir schlafen, wir pennen, wir schlafen. Wir nehmen die Zweikämpfe nicht, gar nichts. Hat er gut gemacht, ne? 38 Minuten, für mich ist der Schiedsrichter eine Katastrophe, ehrlich. Für mich ist der Schiedsrichter eine Katastrophe. Allgemein pfeift er eine Scheiße da. Ja, erste Halbzeit vorbei. Gerechtes Unentschieden, 1-1, Karlsruhe die ersten 10 Minuten. Haben uns wenig gezeigt, was das heißt, wenn man aggressiv zu Werke geht. Nach einer Minute oder zwei Minuten nach Standardsituation haben wir gefällt. 1-0 Karlsruhe. Ja, dann sind wir ein bisschen aufgewacht, haben Gott sei Dank in der 16. Minute durch Terode den Ausgleich gemacht. Aber das Spiel ist wirklich, muss ich sagen, nicht so besonders. Viele Fehlpässe und Videoassistent wurde gerufen. Jetzt gucken, ob das Tor zählt oder nicht. Da bin ich jetzt gespannt. Ich konnte es leider nicht sehen. Die haben jetzt gejubelt, aber schauen wir mal, was der Schiedsrichter oder der Videoassistent für eine Entscheidung tut. Was für eine Scheiße mit so einem Videoassistent. Das regt einen auf. Mal schauen wir mal, welche Entscheidung. Wie lange dauert das denn noch? Ah! Tor gibt er nicht. Abseits, sagen sie. Toll. Umsonst gehen. Da gehen die sich schon mal warm machen. Ole, ole, ole!
klasse. Und jetzt weg damit. Jawohl. Volley runter. Komm bitte auch mal rein. Komm bitte, komm, Kopfballtor. Schade. Warte, die Situation ist noch nicht zu Ende. Warte, warte. Ah, Mir gefällt mir absolut nicht. Spielerisch schlecht. Schlecht. Kämpferisch geht so, aber spielerisch schlecht. Aber wir wechseln gerade aus. Drexler und Scholinov gehen runter. Hieringer und Aydin kommen rein. Scheiße. Rote Karte für Palzen. Ah, er ist von hinten da oder Seite. Ah, ungestüm. Von hier sah die rote Karte. Von hier sah das wirklich scheiße aus, wie der von hinten in die Beine weggezogen hat. Ich weiß halt nicht, wie das im Fernsehen aussah, da jetzt vor dem Bildschirm, aber von hier sah das wirklich krass aus, von hinten. Ich würde jetzt sagen, erstmal rote, klare rote, aber ich weiß halt nicht, wie das an dem Bildschirm aussah. Jetzt spielen wir mit einem Mann weniger. Sauber. Fängt ja gut an. Gut an, ich meine. Los. Ich, was ich gesagt habe vor dem Spiel, in meinem Vorbericht, nehm dir nicht so einfach auf die Schulter, bumm, kassierst jetzt in der 87 Minute oder 2. Das ist, wenn du solche Spiele auf die leichte Schulter nimmst, wie man gesagt hat, ah, wir gewinnen 4-1, 2-1. Ich habe immer wieder heute trotzdem. Buonasera, buonasera, das seid ihr, die Blamage der Liga.